die dem alten Weg folgten, schrien auf in ihrer Qual. Königinmal! Nur ein Wesen ganz allein konnte sie retten. Sie kam aus dem Lande der Zauberei. Ich hörte deine Botschaft, Schwester. Ich habe eine wichtige Entscheidung getroffen. Oh, Schwester, ich kann den Klang deiner Stimme nicht ertragen, so wie du redest. Ich werde einen Anführer für die Menschen erschaffen. Einen mächtigen Zauberer, der Britannien retten wird und die Menschen wieder auf den Weg zu uns führt. Auf den alten Weg. All das wird zu schwer für dich sein, Mann. Es wird dir alles an Kraft nehmen, was du jetzt noch besitzt. Aber wir werden sterben, wenn ich es nicht tue. Wenn die Menschen aufhören, an uns zu glauben, werden wir nicht mehr existieren. Die neue Religion hat uns an den Rand des Abgrunds getrieben. Bald werden wir vergessen sein. Alles ändert sich, Schwester. Es ist traurig, aber Himmel, Hölle und die Welt bewegen sich weiter. Es ist Schicksal. Das nehme ich nicht hin, Schwester. Ich kämpfe dagegen. Wirst du mir helfen? Nein. Wie könnte ich das? Ich bin die Herrin vom See. Ich bestehe aus Wasser. Und nun fließt alles von uns weg. Und ich nehme es hin. Es tut mir leid, liebe Schwester. Schön. Dann tue ich eben alles selbst. Frick! Gehört, Freck. Gewiss, aber ich fürchte, Madame, eure Schwester ist, wie soll ich sagen, wenig entschlussfreudig, wenn Entscheidungen zu treffen sind. Sie hat euch niemals so unterstützt, wie ihr es verdient. Ich stehe allein da. Wir sollten anfangen. Aber meint ihr nicht, ihr solltet doch noch ein paar Tage warten, um neue Kräfte zu sammeln? Keine Zeit. Unsere Welt sieht dahin. Ist überwältigend. Und nun gebe ich ihm Leben. Ein wunderhübscher Junge. Bitte, du musst dich um ihn kümmern. Ich flehe dich an. Ich flehe dich an. Was ist? Hab doch keine Angst. Schwör's. Ich sterbe. Ich schwöre es. Ich kümmere mich um dein Kind. Schon mal hier seid, tut was für die Mutter. Sie stirbt. Das tut sie nicht. Sie ist tot. Dein Schlaf sei leicht, Kind. Mögen die Engel dich fortheben. Wie könnt ihr das entschuldigen, der Mutter nicht zu helfen? Sie hat ihren Zweck auf Erden erfüllt. Ihren Zweck auf Erden erfüllt? Wie könnt ihr so kalt sein? Wenn ich versuchte, euch ins Herz zu treffen, breche ich mir die Faust. Wenn ich daran denke, dass ich euch gedient habe, auf dem alten Weg. Also hast du mich verlassen? Du bist zum Christentum gekrochen. Wer hat euch das erzählt? Dieser schleimige, grinsende Dummschwätzer.
Ich folge nur meinem Herzen. Das ist alle Religion, die ich brauche. Wie könnt ihr euch einen derartigen Ton gefallen lassen, Madame? Ganz einfach, weil ich gebraucht werde, du Idiot. Wozu sollte ich dich wohl brauchen, Ambrosia? Um für dieses Kind hier zu sorgen. Das kann ich genauso gut selbst. Sehr schön. Und die Ziege melken. Sehr schön. Oh ja, und die Milch hinstellen. Ja, Kreis im Kreis. Ja, so ist es schön. Ganz prächtig. Ja, sehr schön. Oh, natürlich. Und das Moos hinein. Sehr schön. Kunststückchen. Das genügt nicht, um ein Kind großzuziehen. Ihr braucht Geduld, Verständnis, Liebe. Vor allem braucht ihr dazu Liebe. Das hattet ihr früher mal. Jetzt nicht mehr. Also, wie habt ihr entschieden? Das Kind soll bei dir leben. Aber vergiss nicht, es ist nur zur Hälfte menschlich. Damit gehört es mir. Es ist mein Sohn. Ich werde nach ihm schicken, sobald die Zeit reif ist. Ambrosia beschützte mich wie eine Tigerin ihr Junges. Du, raus mit dir! Und bleib draußen! Sie war der mutigste, freundlichste Mensch, der mir je begegnet ist. Ich nannte sie Tante, aber eigentlich war sie eher eine Mutter für mich. Ist euch schon mal aufgefallen, wie die Zeit dahinkriecht, wenn es einem schlecht geht? Andererseits, wenn man glücklich ist... Meine Kindheit muss sehr, sehr glücklich gewesen sein, denn sie war im Nu vorbei.